look at that picture over there. There's the Earth coming up. Wow, is that crazy? Hey, don't take that. I'm scheduled. Hallo meine Damen und Herren, willkommen in meinem neuen Video hier. Get ready, everybody. He's about to do something stupid. So riesige, kleine Orte schwimmen da, meine Damen und Herren. What are you? Wenn du selber zum Beispiel auch, weil ich habe auch schon von Leuten gehört, ja, ich habe selber mit meinen eigenen Augen Wölbung gesehen, ja, da muss ich sagen, sorry, deine Augen haben auch einen Fischlinsen-Infekt, ne? An idiot sandwich. So langsam erreicht die flache Erde den Status Poe, denn die Behauptungen werden so derart absurd und lächerlich, dass nicht mehr klar ist, was ernst und was als Parodie gemeint ist. Ist aber auch egal, die Flacheller haben schon davor gute Comedy geboten. Und damit wären wir endlich bei der Erdkrümmung. Sie versuchen alles, wirklich alles, um ihre Existenz zu leugnen, zu vertuschen, abzustreiten oder einfach zu ignorieren und bieten dabei Schwurbelei vom Feinsten. Giovanni behauptet in seinem Creme de la Creme von Buch einfach, es gäbe sie nicht, da der Horizont immer flach ist. Das soll ja angeblich sogar direkt das Svorod-Horizont, beweisen? Beweisen! Ich erinnere gerne an die Atmosphäre und schmeckt Süßwasser wirklich süß? Das Gefolge des Sektenführers kauft es ihm aber ab und kommt mit eigenem Unsinn daher. Planet soll von Plan für flach kommen. Bei so viel Planlosigkeit reicht wohl auch die Note 8 für diese eigene Nachforschung nicht mehr aus. Dann würde ich dir doch mal empfehlen, vielleicht mal zu recherchieren, woher dieses Wort kommt. Ja, okay, aber ich bin, in die Richtung bin ich richtig, ne? Planet kommt vom griechischen Wort für Wanderer, weil sie sich relativ zu den Fixsternen bewegen. Ganz einfach, oder? Giovanni bestätigt derweil seine Behauptung des immer zu flachen Horizonts mit von ihm selbst angefertigten Gemälden. Ernsthaft? Gerade von ihm hatte ich da schon was Besseres erwartet. Gemalte Bilder, und das ist wirklich Horus Vocus Philippus, nicht anders als Horus Vocus Philippus. Zeichnungen beweisen nichts, und das hat Klaus Eberhardt wunderbar demonstriert, als er, wie es am schönsten ist, Nadjas eigene Aufnahme verwendet hat, um zu zeigen, dass der Schattenverlauf von der hellen zur dunklen Seite eben doch so fließend ist, wie sie es gerne hätte. Der Mond scheint wie eine Lampe, wie eine von diesen IKEA-Lampen. Jetzt regle ich mal nur die Helligkeit des Bilds runter, und wenn alles gleichmäßig ausgeleuchtet wäre, müsste das Bild ja auch gleichmäßig dunkler werden. Und wenn ich hier die Helligkeit runterregle, klar, dann werden die dunkleren Stellen zuerst schwarz und dann die hellen Bereiche. Aber man kann nicht erkennen, dass da irgendwo eine Schattengrenze wandert. Und man kann das noch ein bisschen genauer untersuchen, zum Beispiel mit einer Bildanalyse-Software wie ImageJ. Die Helligkeit hängt schließlich wie die Temperatur vom Einfallwinkel ab und der wird stetig immer flacher, ebenso wie die ganzen manipulativen Tricks der Flacherdler. Sehen wir uns nun mal die Aufnahmen der drei Herren Toni, Chris und Giovanni etwas genauer an. Die Wellen werden so riesig. Sehen nur so riesig aus. The ability to speak does not make you intelligent. Da habe ich die Windmühle von dieser Distanz gefilmt. Obwohl das Wasser so, da waren voller Wellen da. Und auch wenn eine Welle sowas, was ich nur ein Meter groß war, wenn man auf diese Distanz zoomt, bei 125 Mal zoomen, passiert folgendes, dass die Wellen riesig werden, so 3 Meter hoch. Zoomen macht also Dinge in der Realität größer. Darüber werde ich jetzt mal kein Wort verlieren. Sie haben alle gegen ihren Willen die Erdkrümmung gefilmt und die Kamera dementsprechend nicht auf Wasserspiegelhöhe gestellt, sondern auf Stative. Bei Chris und Giovanni ist doch völlig unklar, wie weit dieses dann nochmal höher platziert ist. Ein Globi demonstriert, wie man es richtig macht. Da ist die Kamera. Es stellt sich die Frage, ob die Flachis a. einfach nicht besser wissen oder b. in voller Absicht manipulieren, indem sie Krümmung verschwinden lassen. Aber die Kamera auf ein Stativ und dieses dann nochmal höher zu stellen, scheint gängige Praxis zu sein. Daher wohl b. Wenn du raten musst, rate b. Ja, ziemlich sicher, wenn man an die alten Videos vom Johann denkt. Der Mann hat halt einfach mehr was, sah im Kopf. Mehr was im Kopf. Toni gibt uns lobenswerterweise konkrete Werte. So etwas ist bei einem wissenschaftlichen Experiment dringend notwendig.
Die schlampigen Auswertungen ohne Fehlerbetrachtung und dergleichen sind kein Wunder, wenn sie sich keinerlei dieser Parameter notieren und lieber mit Wunschdenken statt mit Fakten auswerten. Das Schiff in ca. 6 Kilometer Entfernung. Meine Kamera ist 1,90 Meter über der Wasseroberfläche postiert. Oh, du meine Güte. Toni gehört wohl zu den Menschen, die das Quadrat bei Tetris drehen. Bei 1,90 Meter Höhe beträgt die Sichtweite gut 4,91 Kilometer und das Schiff soll nur 6 entfernt sein? Toni manipuliert uns also etwa 80% der Krümmung unter den Tisch. Heute in Höchstform, was? What the Astro Tony TV and a black hole have in common? They both suck. Ist jetzt Minimum bescheiden geschätzt 10 Kilometer entfernt? Das ist jetzt wieder etwas mehr. Kein Wunder also, dass das Boot verschwindet. Der Flachherdlöwe ist uns glatt ins Wasser gefallen. Mein Schiff ist prachtvoll und wild und riesenhaftig und weg. Wieso ist es weg? Allerdings ist das das Einzige, wo bei mir unglücklicherweise aufgetaucht ist. Es heißt nicht das Einzige. Und abgesehen davon, dass er keine richtige deutsche Aussprache beherrscht und uns die Form der Erde erklären will, sind seine Beweise auch ziemlich, ziemlich schwach und pseudowissenschaftlich. Wir alle wissen, sehen und fühlen, dass die Erde flach und unbewegt ist, meine Damen und Herren. Wieder bin ich nach Hause gegangen, ohne die Erdkrümmung zu messen und zu beobachten. I see my ship. Right there. Can't spot it. Must be a tiny little thing. Ja, das ist halt wieder nur diese Spiegelrefraktionsgeschichte, ja, und das ändert sich auch extrem schnell. Haben wir einen Kurs? Ah, einen Kurs. Setz die Segel in eine allgemeine. Diesen Weg Richtung. Blöderweise hat uns Toni auch mit dem ganzen Schiff ein deutliches Indiz für die Kugelform geliefert. Das lässt sich mit dem Krümmungssimulator auf Waltis Blog überprüfen, der diese ebenfalls mit realen Aufnahmen von Soundly vergleicht, was sich auch auf YouTube findet unter Sensation, gekrümmtes Wasser entdeckt. Was verschweigen Cäsar und bla bla. Prösterchen! Die von Toni angegebenen Daten über Kamerahöhe und Bootsentfernung lassen sich auf beiden Modellen simulieren. Dabei wird zwar von der unendlich großen See ausgegangen, aber da auf der flachen Erde weiter entfernte Strecken immer kleiner erscheinen, das ist Perspektive, spielen die direkt hinter dem Boot die größte Rolle. Und da auf der runden Erde sowieso nur wenige Kilometer überhaupt zu sehen sind, bleibt die Simulation weiterhin ein berechtigter Vergleich. Auch wenn das Boot ganz zu sehen ist, scheint es auf der flachen Erde nicht ganz zu passen, auf der runden jedoch schon. Mittels böser Bildbearbeitung lässt sich ausmalen, wie es denn eigentlich auf der Pizza hätte aussehen müssen. Das ist eine kranke Fantasie von den Freimaurern, von den Jesuiten. Nicht der Fall, aber das stört die Blitzbirnen nicht. Nee, das hat was mit Perspektive zu tun, dass die Fotoapparate die meisten Fischfreiminsen haben. Das Deck oben alles verzerrt und... Ach, hör auf! Wir haben einmal natürlich die perspektivischen Effekte. Das ist aber nicht die Realität, das ist eine Art Fata Morgana. Es sind keine Erklärungen, weil sie eben nie erklärt werden, weil sie eben nicht funktionieren und genau das scheint ihnen sonnenklar zu sein. Andernfalls würden sie mal die Fakten prüfen. Und jede Antwort lautete, Gott war's. Sowie auf kritische Fragen eingehen. Für gewöhnlich hebt die Refraktion Objekte scheinbar an. Warum ist es hier umgekehrt? Wie soll Perspektive, die sich auf die scheinbare Größe von Objekten bezieht, deren Versinken erklären? Was ist für die viel zu starke Lichtkrümmung in der Atmosphäre verantwortlich? Dieses hilfreiche Video wird all deine Fragen ignorieren. Und jetzt aufgepasst! Was unsere Sichtweite natürlich auch maßgeblich einschränkt, ist eben die Perspektive. Ja, jeder Beobachter hat einen persönlichen Horizont, eine persönliche Horizontlinie. Is that like a personal attack or something? Egal wie hoch. Und wenn man sich auf einer flachen Oberfläche befindet, dann wird auch jedes Mal der Boden bis zu diesem Punkt mit ansteigen. Also der Boden, der steigt immer bis zu dieser Augenlinie, bis zum Augenhorizont. Alter Käse neu aufgewärmt, was? Nein, Refraktion ist ein kleiner Effekt und es beweist der Sektenführer höchstpersönlich. Wird die Sonne kleiner,
wenn sie untergeht. Und ja, das wird sie. Ich habe beide Fotos dann übereinander gelegt. Wir sehen jetzt im Vordergrund die Abendsonne, im Hintergrund die Mittagssonne, die ist größer. Die Größenunterschiede sind minimal messbar. Man sieht aber hier die weiße Sonne im Hintergrund. Links und rechts an der Seite hat sich das gedeckt, aber oben und unten war jeweils die Abendsonne minimal kleiner. Warum ist die nur so minimal kleiner geworden? Man hätte ja perspektivisch erwartet, wie wir hier sehen, dass sie richtig klein wird. Und das liegt natürlich auch am atmosphärischen Linseneffekt. Oh, did I say that or just think it? I gotta think of a lie fast. Wenn es sich an den Seiten deckt, ist das eine Schrumpfung von sagenhaft 0%. Für wie dumm hältst du eigentlich dein Publikum, Toni? Ich frage mich, was an uns so besonders ist. Oh. Des Weiteren zeigen die Aufnahmen, dass sich die Refraktion wie erwartet lediglich in senkrechter Richtung bemerkbar macht und zudem staucht und nicht streckt, so wie eben ein schwacher Effekt ist. Sofern am Ende nicht wieder durch das absichtliche Weglassen des Sonnenfilters manipuliert wird. Tja, die mit widerlegt auch die gerne gemachte Behauptung irgendeines Linseneffekts in der Atmosphäre. The first, due to the large flat convex lens of our atmosphere. Bleiben wir aber kurz bei der Atmosphäre. Der Brechungsindex von Luft liegt sehr nahe am Vakuumwert, also 1. Der für die Refraktion nötige Temperaturgradient ist für gewöhnlich gering und auch die oft herangezogenen Edelgase haben nur eine kleine Konzentration. Keine der Flachherdausreden funktioniert, sie sind einfach alle zu schwach. Auf dem Globus passt es jedoch. Die Rayleigh-Streuung, ein Effekt, der wirklich stark genug ist, auch einen signifikanten Effekt zu haben, ist ähnlich der Brechung in einem Prisma oder der Reflexion und Absorption von der Wellenlänge abhängig. Behandelt also keine Lichtbrechung oder Ablenkung, sondern Profifotograf Johanns Lieblingsthema, Farben. Aber ich habe schon genug über Farben Videos gemacht. Und nein, auch wenn sie schön aussehen, sind es nicht die Edelgase. Xenon, Krypton und Argon sind verantwortlich für das wunderschöne Himmelsblau und das Neon zum Beispiel für das wunderschöne Abend- und Morgenrot. Nee, blaues Licht wird stärker gestreut als rotes, gut 4,4 mal stärker. Daher der blaue Himmel und das Verblauen der Berge mit zunehmender Ferne, daher rote Mondfinsternisse, die auf ebenso roten Sonnenauf- und Untergängen basieren, da das Licht dann schließlich flach einfällt und einen längeren Weg durch die Atmosphäre zurücklegen muss. Es wurde schon oft genug durchgekaut, dass die Edelgase, insbesondere Argon mit der am Abstand größten Konzentration unter ihnen, hierfür lila sorgen sollte. Die Atmosphäre widerlegt noch mehr Unsinn auf Flachheitsseite. Das dichte Modell würde für Luft keine Masse vorhersagen, wenn es doch auf die relative Dichte oder das umgebende Medium ankommt, welches hier auch Luft ist. Aber das stimmt nicht, wenn man die Masse eines leeren mit einem vollen Luftballon vergleicht. Der volle ist schwerer, da Luft doch eine Masse hat. Liegt wahrscheinlich daran, dass der Ballon die Luft zu sehr nach unten zieht, nicht? Zudem nimmt ihre Dichte kontinuierlich mit der Höhe ab. Gerne wird ein Strohmann konstruiert, wonach das abrupt der Fall wäre. Aber tatsächlich reicht eine recht dünne Atmosphäre aus Wasserstoffatomen aus dem Sonnenwind bis weit über den Mond hinaus. Und nahe der Erde folgt der Verlauf ganz genau einem Gesetz aus der statistischen Physik, welches das Gravitationsgesetz als Grundlage benutzt. Jetzt, wo geklärt wäre, dass die Atmosphäre klar und deutlich ein Globi ist, stehen die Flachis ganz ohne eine Ausrede da. Und leider hören sie auch einfach nicht auf mit den Globusbeweisen. Toni, der wirklich eine Vorliebe dafür hat, sich selbst zu zerlegen, liefert auch an anderer Stelle mit einer Aufnahme aus einem Flugzeug. Da die Krümmung in dieser Höhe natürlich immer noch sehr schwach ist, in an airplane window, you would not notice this curvature. Muss das Bild entsprechend gestaucht werden. Jetzt das gleiche mit dem gekrümmten Horizont. Hier wird die Krümmung durch die kleine Skalierung verstärkt. Einfach mal bei ein paar Aufnahmen ausprobieren. Hier zeigt eins eine konvexe Krümmung, hier eins eine konkave. Und diese garantiert nicht nachbearbeitete Aufnahme ist flach, bis auf den Rand. Auch Tonis Gefühlsausbruch ist ein reiner Reinfall. Wir alle wissen, sehen und fühlen, dass die Erde flach und unbewegt ist, meine Damen und Herren. Die größte Peinlichkeit in diese Richtung kommt jedoch von Markus Möller. In einem seiner Videos, die bereits mit einer manipulierten Aufnahme beginnen,
Gleich der langgestreckte auf insgesamt 6 Minuten ein Screenshot aus Google Earth mit einer realen Aufnahme, die jedoch etwas nachbearbeitet wurde. Bei Tonys Aufnahmen aus dem Flugzeug ergibt sich perfekt die Erdkrümmung. Aber gut, das könnte auch am Fenster liegen. Zurück also auf den Boden zur Rollbahn, die definitiv gerade ist. Hier ergibt eine Stauchung, dass das Fenster sogar genau umgekehrt verzerrt. Es ist wohl an der Zeit, ihn endgültig wieder bei den Glowpads aufzunehmen. Niemand widerlegt die flache Erde besser als Flachädler selbst. Ich beschleunige das Ganze jetzt mal. Also, was wir da hinten sehen, das Schiff, ist alles, was übrig geblieben ist. Began to disappear on the horizon. First, the hull. Soon after, the boat was no longer visible. And finally, the mast goes down until it disappears completely. Später haben sie dann behauptet, durch das Benutzen des Zooms ließe sich das Schiff wieder sichtbar machen. Generell halte ich die Convex Earth-Doku ja für ein Trollunterfangen. Die Credits am Ende deuten wohl auf ein Familienprojekt hin. Aber bildet euch eure Meinung selbst. Und auch sie übertreiben gerne etwas, wenn es um die Erdkrümmung geht. Would generate an obstacle with a height of 3.84 meters, the equivalent of a two-story house. Manchmal glaube ich wirklich, einige Flachhändler stellen sich absichtlich dumm, um ihr Pseudo-Argument in ihre Tasche zu stecken. Dabei soll die Erde laut der Wissenschaft doch überhaupt keine Kugel sein, sondern unten und oben abgeflacht sein. But not only that, it's slightly wider below the equator than above the equator. A little chubbier. A little chubbier. Yeah. Chubby's a good way. It's like pear-shaped. 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 Nein, die Erde sieht nicht wie eine Birne aus. Das sollte jeder noch Funktionierenden klar sein. Sie ist keine perfekte Kugel, aber die Anomalien sind minimal. Das alte Gerücht, die Erde sei weicher als eine Billardkugel, stimmt übrigens nicht. Vom Marianengraben bis zum Mount Everest oder durch die Abplattung gelangen wir zu etwa 20 Kilometern Spielraum auf gut 6370. Das ist mehr als die maximal für Billardkugeln erlaubte Unebenheit. Aber da die Erde nicht überall einen Marianengraben oder einen Mount Everest hat, kann die Aussage ruhig für die meisten Bereiche als gültig angesehen werden. Eine Billardkugel ist erstaunlich glatt, es ist also offensichtlich, dass solche Anomalien, um sie besser darzustellen, stark übertrieben werden. Beliebte Aufnahmen der Erdkrümmung sind die der Stromleitungen und Brücke über den Lake Pontchartrain Train in Louisiana. Wie erwähnt, gibt es da gute von Soundly, die auf Waltis Blog mit den Modellen verglichen werden. Das ist den Flachädern ein ziemlicher Dorn im Freimaurerauge. Ob du in die Pupille von Gott mit deinen Fingern stecken würdest? Als Flo sein zusammenfassendes Video hochlud, musste Toni bekanntlich erstmal die Kommentarsektion zuspammen, während Nadja und Johann bereits wenige Stunden später ein Antwortvideo hochluden, beide leider inzwischen gelöscht. Das Feuer brennt also, wie lauten denn die Gegenargumente? Ist aber nur eine perspektivische Sache. Der flache Horizont wird natürlich wieder vollkommen ignoriert, der Wahrheitshass sitzt tief. Tja, woran liegt das? Vielleicht am Zoom, der für die Stauchung einer großen Distanz in senkrechter Richtung sorgt, aber immer mehr von der waagerechten abschneidet? Bei diesem Bild kommen 1,5 Millionen Kilometer auf knapp 13.000. Auch der Grund für ihr Unverständnis der Größenverhältnisse. Ein Argument gegen die Aufnahmen scheint jedoch perfekt zu passen. As we know now that the power lines are not on a straight line, we decided to do an experiment to illustrate that. So we placed the Lego towers in a curved line. Blöd nur, dass Zoom-Aufnahmen von beiden Seiten eine Krümmung zeigen. I don't see how it can get more obvious than that. There you go, surprise, surprise. You got curve going on from both sides. Zudem macht es keinerlei Sinn, mehr Material für eine Kurve auszugeben, denn hier ist der direkte Weg der kürzeste. Zunächst zeigt Dr. Seck völlig andere Masten und behauptet, sie würden sich nicht in einer Reihe befinden. Dass er sich geirrt hat, räumt er zwar in der Videobeschreibung ein, aber wer liest die schon? Schade, sogar ihr bestes Argument funktioniert nicht. Wie gut, dass ihresgleichen nie ein Fan von Qualität war
und so wird sogar das UN-Logo als Beweis akzeptiert. Dieses ist jedoch einfach dadurch begründet, dass es schwierig ist, eine Kugeloberfläche adäquat abzubilden. Wenn Längen und Winkel beibehalten werden sollen, ist es sogar komplett unmöglich. Die Karte einer flachen Erde ist einfach eine gute Möglichkeit, aber natürlich gibt es noch weitere. So könnte man sie auch am Nordpol auseinanderreißen. Ist das die Gleason New Standard Map of the World? Oder gar auf zwei Hälften aufteilen, wie es auf der Plakette der Fall ist, die Apollo 11 auf dem Mond hinterlassen hat. Und woran liegen die Schwierigkeiten mit der Abbildung? Natürlich an der Erdkrümmung und der ganz harten Nummer. Mathematik, immer Mathematik, überall Mathematik, ey. Is math related to science? Wenn man sich also da vorstellt, wir hätten jetzt so, wir haben statt einem Dreieck, das so aussieht, dann eben ein Dreieck, das so aussieht. Die Innenwinkelsumme auf einer Kugel ist größer als 180 Grad. Ja, richtig. Der Mathematiker Gauss vermutete bei Landvermessungen, dass sich die Krümmung der Erdoberfläche alleine durch die Messung von Längen und Winkeln bestimmen ließe und konnte das Jahre später auch beweisen. Er hatte damals schließlich keine modernen Satelliten zur Hand. Ein Video von Numberphile erklärt das Ganze anhand von diversen Lebensmitteln etwas genauer und ist alleine schon wegen der unübertreffbaren Begeisterung von Cliff Stoll sehenswert. What about a pizza? Come here, Brady, come here. If I have a flat pizza. Die Auferlebenden haben vor allem ein Problem mit den Auswirkungen der Erdkrümmung. Das, was wir sehen, das ist falsch. Eines vergessen sie dabei. Wissenschaft ist nicht nur aus einer Beobachtung Schlüsse zu ziehen, sondern eben auch die Ursache zu ergründen, aus der sie selbst ein Schluss ist. Das tun sie nicht und damit bleibt die Behauptung, dass Wasser immer flach sei, lediglich ein reines Postulat, welches offensichtlich noch nicht mal richtig ist. Es gibt genügend Gegenbeispiele, aber eins geht noch. Angenommen, die kommunizierenden Röhren sind mit einer Strömung durch eine sich verengende Röhre verbunden, dann ist der Wasserspiegel alles andere als gleich hoch. Im engeren Teil sinkt nämlich der Druck, da die Geschwindigkeit steigt. Vergleichen lässt sich das mit einer Autobahn mit einer Spurverengung, vor dieser kommt es oft zum Stau. Oder besser mit einer Sanduhr, dass es da Stau gibt, ist schließlich ihr ganzer Zweck. Die Ursache ist mal wieder klar, es kommt, wie bei fast allem in der Physik, auf die einwirkenden Kräfte an. Und die Gravitation, das ewige Damoklesschwert, ist immer dabei. Jetzt werden wir schon von Steinen verfolgt. Das hatten wir noch nie. Und da blicken sie bekanntlich voll durch. Gravitationsfeld ist keine Anziehung, muss ich dazu sagen. Ja, richtig. Ich weiß das. Es ist eine Aufkraft. Ja, irgendwie halt. Aber wie gesagt, selbst der Hawking ist der Physiker, bekannt aus Großbritannien. My name is Stephen Hawking. Hallo, wer ist da? Wer? Ich bin Stevie Hawkins. We left that fake message from Stephen Hawking on his voicemail. Es ist die Gravitation, die den Verlauf der Wasseroberfläche diktiert. Und so heißt die Wissenschaft der Vermessung der Erde auch passend Geodäsie. Ein Video von Vsauce geht auf einige der in diesem und dem letzten Video gezeigten Zusammenhänge mit der Gravitation etwas genauer ein. Insbesondere auf das, was den Flachländern besonders schwer fällt, unten. Interessanterweise würde ein Eisberg im Meer das Wasser etwas anziehen und daher in seiner Umgebung im Vergleich zu einer perfekten Kugel für einen leicht höheren Wasserspiegel sorgen, ganz ähnlich dem Kapillareffekt, obwohl für den die Oberflächenspannung verantwortlich ist. Auf diversen kleineren, unregelmäßig geformten Himmelskörpern könnte Wasser daher auch sehr exotische Formen annehmen, Hauptsache die einwirkenden Kräfte passen. Das gilt insbesondere nicht für unverhältnismäßig schnell gedrehte Tennisbälle. Es hat schon einen Grund, warum die flache Erde nicht vorankommt, wenn sie eine Bewegung ist, die rein gar nichts von Bewegung versteht. Die dreht sich aber auf jeden Fall schneller als Lichtgeschwindigkeit um die eigene Achse. Die Erde dreht sich immer nur noch einmal am Tag. Schraubt man die Rotation etwas zurück, fliegt das Wasser dann auch nicht mehr davon. Simon Dan konnte so einst die mehr als einfache, natürlich mit $200,000 ausgelobte Challenge erfüllen, der Flacherdgemeinde an einer rotierenden Kugel haftendes Wasser zu zeigen. Das Geld gab es natürlich nicht, die Meister der Ausreden hatten natürlich eine. Solche Wettbewerbe dienen sowieso nicht dazu, sich eventuell überzeugen zu lassen, sondern lediglich nach Aufmerksamkeit zu suchen und für uns vielleicht als Maß, wie gut die Gehirnwäsche funktioniert. Was er sagt, ist wahr, denn es ist alles in Großbuchstaben. Gegen Großbuchstaben kommst du nicht an. Ja, gewiss.
Große Zahlen und Beleidigungen machen die eigenen Argumente plötzlich wahr. Der gängige Werkzeugkasten der Scheinargumente. Da muss man sich einfach ein bisschen schlau machen. Da würde ich einfach jedem empfehlen, sich mal zu informieren. Einfach nur mal ein bisschen recherchieren. Aber ich kann einfach nur jedem Zuschauer empfehlen, sich selber mal schlau zu machen. Na, da muss man auch einfach mal ein bisschen recherchieren. So. Also es gibt Dutzende Videos auf YouTube. Na, da habe ich jetzt neulich erst wieder ein Video gefunden. Ich kann nur jedem empfehlen, informiert euch, recherchiert. Okay, das haben wir schon verstanden. Nein, ich verarsche dich nicht. Nein, ich beschäftige mich seit 2 Jahren damit. Ich habe mich mit Physik, mit Mathematik, mit Geometrie, ich habe mich mit Geologie beschäftigt, ich habe mich mit allem beschäftigt. Ist das der universelle Satz, mit dem man auf der flachen Erde Argumente entkräften kann? Oder zu verschleiern, dass man selbst keine hat? Moment. Mal abgesehen von der Freimaurergeste, eins für die Einaugensymbolik. Live rückwärts Evil. Domian mit 6 Buchstaben. Alles unzweifelhaft präsentiert, verehrte Miteingelieferte. Auf der eindeutigen Freimaurerfarbe Kaugummi Rosa. Ja, dann kannst du ja mal in die Bibel gucken, da steht es auch. Besonders gerne geben Flachhelle an, wie lange sie sich schon mit etwas beschäftigen, als würde allein das irgendetwas belegen. Eine Ende April zu Corona aufgetauchte Falschmeldung lässt sich damit sofort als solche erkennen. So argumentieren nur Verschwörungstheoretiker, keine Wissenschaftler und wir auch nicht. Seht ihr? Ich habe Perspektive studiert, Leute. Ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß das. Deshalb wollte ich mich endlich mal selbst der richtigen eigenen Nachforschungen bedienen, anstatt Flachrädern ständig nur die ihnen unliebsame Mathematik um die Ohren zu hauen. Um die Ohren gehauen. Der steht auf und legt sich woanders wieder hin. Ich hatte keine Lust, ich wollte im Bett einfach. Gerade bei der Erdkrümmung dringend nötig, so gerne wie die Flachis da manipulieren. Jedoch werden auch offizielle Aufnahmen oft durch die Verwendung von Fischaugenlinsen verzerrt, wie etwa bei der Aufnahme des Sprungs von Felix Baumgartner. Das ist mehr als offensichtlich, aber es gibt natürlich trotzdem Plattis, die das heldenhaft erkennen. Die Erdkrümmung lässt sich auch durch die Absenkung des Horizonts feststellen und das geht recht einfach, etwa durch eine Drohnenaufnahme. Aber die lässt sich neigen, es wäre also gut, ein Referenzobjekt einzuführen, das eine derartige Manipulation verhindert. Auf einer flachen Erde, nach gängiger Meinung unendlich weit ausgedehnt, landet die Peilung von einem höheren über einen niedrigeren Punkt zwangsweise immer unter dem Horizont. Auf einem Globus kann sich der Horizont absenken und die Peilung deshalb über dem Horizont landen. Das ist natürlich auch der Grund, warum Raketen die Kurve in Richtung des falschen Untens machen. Ganz einfach, oder? Wenn wir uns also über einem Objekt befinden und die Sonne neben oder gar unterhalb des Objekts beobachten, muss sich der Horizont abgesenkt haben. Klar. Ja, Sie müssen schon Ihren Kopf jetzt zum Denken benutzen und nicht als Hutständer. Aber zuerst müsst ihr Platz schaffen in eurem Kopf. Zuerst müsst ihr euren Horizont erweitern. Tja, liebe Flachis, hier noch ein schönes Beispiel für was Perspektive wirklich ist. Die Kerze ist sicher nicht so groß wie der Wärter des Gefängnisplaneten daneben. Natürlich ließe sich auch ein dritter Berg betrachten, wenn es denn unnötig kompliziert sein soll. Showing how the distances and curvature were supposed to be. Es gilt nun eine geeignete Konstellation zu finden. Das geht einfach mit Waltis Block. Die offensichtlichste vom höchsten Berg der Erde, dem Mount Everest, über den 5. höchsten, den Makalu, passt. Aufnahmen vom Gipfel des Ersteren deuten zwar an, dass sich der Gipfel des Zweiteren über den Horizont erhebt, aber das geht besser. Wie wäre es von Jesus über den Zuckerhut? Nein, da ist der Höhenunterschied zu groß. Freedom Tower über Empire State Building? Nein, da ist die Entfernung zu groß. Warum nicht einfach in heimischen Gewässern fischen? Am Alpenrand ergäbe sich auch nicht das Problem, dass der Horizont von anderen Bergen verdeckt wäre. Auch Google Earth ist ein sinnvolles Werkzeug, geeignete Konstellationen zu suchen, und so habe ich gleich mehrere gefunden, darunter der Gründen mit einer Höhe von 1738 Metern und der Edelsberg mit einer Höhe von 1630 Metern. Vor einiger Zeit habe ich mich also des Nachts zum Gipfel des Gründen begeben, um den Sonnenaufgang von dort aus zu betrachten. Übrigens sehr zu empfehlen. Die aufgehende Sonne zeigt unzweifelhaft, wo sich der Horizont befindet. Wenn die Sonne hinter der Erdkugel ist,
und kratzt zugleich wieder die Frage auf, wie hoch sie denn nun auf einer flachen Erde sein soll. Noch irgendwelche weisen Worte nachzulegen? Die Sonne ist in Augenhöhe. Der Horizont befindet sich jedenfalls deutlich unter dem Edelsberg. Ein eindeutiger Beweis für die Absenkung des Horizonts. Wieder lässt sich mittels böser Bildbearbeitung ausmalen, wie es denn eigentlich auf dem Pfannkuchen hätte aussehen müssen. Trifft leider nicht zu, da die Erde eine Kugel ist. Ha, das wollen wir doch mal sehen. Oh oh, vielleicht hat er einen Fehler gemacht. Nein, das ist hieb- und stichfest. Diese Erkenntnis darf nicht weiter verbreitet werden. Ein weiterer Vorteil des Sonnenaufgangs ist zudem, dass sich der extrem lange Schatten der Berge beobachten lässt, in Übereinstimmung mit dem Globusmodell. Wir sind uns also mit den Flacherdern über die Form der Erde einig. Sehr schön. Sie sagen ständig, alles würde die flache Erde beweisen, aber sogar sie zeigen uns immer wieder das Gegenteil. Die Erde ist halt einfach nicht flach. At all, in no universe. No. In none of the infinite universes does that happen. No. It's completely beyond the bounds of scientific possibility, is what you're saying. Yes. Nein, ich bin's, der Stevie Hawkins. Schluss jetzt, fertig, Basta. Wie kann man nur Giovannis Meer als perfekte Aufnahmen sehen und sagen, ah, die Erde ist flach. Ich denke, ich habe damals wohl zu früh das absolute Fundament der flachen Erde für eingerissen erklärt. Aber was bleibt sonst übrig aus einem ganzen Haufen Wahnsinn? So fluchtartig wie momentan die Löwen den sinkenden, riesigen kleinen Ort verlassen, könnte man glatt hoffen, dass es von Anfang an nur ein einziger großer Scherz war. Dann bis zum nächsten Mal. People should have chips implanted in their skulls that explode when they say something stupid.